Dampfmaschinentreffen im Vogtlandmuseum. Im letzten Jahr war die Ausstellung bzw. das Treffen der Dampfmaschinenfreunde im Vogtlandmuseum ein voller Erfolg. Daran möchte man heuer anknüpfen. Also die Ausstellung am Sonntag, den 1. November, wird wieder den Umfang haben, ungefähr wie im Vorjahr. Es sind auch in etwa die gleichen Aussteller. Die kommen grob aus der Region Vogtland, aber auch darüber hinaus. Zu sehen sind nicht nur Dampfmaschinen. Die Dampfmaschine ist eine Variante. Es gibt Heißluftmotoren, die auch nach dem Erfinder Stirling als Stirling-Motoren bezeichnet werden. Und es gibt Vakuummotoren, die sogenannten Flammenfresser, die also auch sehr schön anzuschauen sind, die auch so ein kleines Knattergeräusch geben. Natürlich wird die eine oder andere Maschine vom Vorjahr zu sehen sein, aber die Aussteller werden sicherlich das eine oder andere Neue haben. Es sind ja alles Bastler, es sind ja alles Freaks, die auch im Laufe eines Jahres neue Modelle aufarbeiten oder auch mal was dazu kaufen oder auch komplett neue Modelle bauen. In Sachsen gibt es viele Veranstaltungen dieser Art übers Jahr. Im Vogtland kann man beispielsweise auch auf der Modelleisenbahnausstellung in Adorf Dampfmaschinen bestaunen. Im Vogtlandmuseum in diesem Jahr nur am Sonntag, dem 1. November von 10 bis 17 Uhr. Dann bereiten die Mitarbeiter die Weihnachtsausstellung vor.